Innovation, Unternehmergeist und Kreativität. An der Technischen Universität München sind dies nicht nur Worte, es sind die Bausteine, die unsere Zukunft formen. Dort, wo exzellente Wissenschaft auf Unternehmertum trifft, entstehen Ausgründungen, die mit ihren Ideen und Technologien international neue Maßstäbe setzen. Eines der größten Ziele der TUM ist es, unsere wertvollen Forschungsergebnisse noch wirksamer in die Gesellschaft einzubringen. Als dynamische Akteurin im Innovationsökosystem fördert unsere Universität wachstumsorientierte und technologiebasierte Startups. Denn mutige neue Unternehmen mit innovativen Lösungen sind, was unsere Wirtschaft in den 29ern dringend braucht. Sie sind der Schlüssel, um unseren Wirtschaftsstandort futureproof zu machen. Wir unterstützen Gründerinnen und Gründer dabei, ihre Chance gewinnbringend zu nutzen. Durch innovative Technologien und Geschäftsmodelle wirtschaftlichen Erfolg zu verbinden mit ökologischer, nachhaltiger und sozialer Verantwortung. Um den Unternehmergeist und das Innovationspotenzial unserer Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu fördern, haben wir vor 10 Jahren den TUM Presidential Entrepreneurship Award ins Leben gerufen. Seit einem Jahrzehnt zeichnet der Preis die Innovatoren der Zukunft aus. Jedes Jahr schaffen es 3 Startups in die Finalauswahl. Die Palette der Produkte und Technologien ist dabei so vielfältig wie die wissenschaftlichen Forschungsfelder an der TUM. Von Robotern für die Lagerlogistik über patentierte Pharmazieprodukte bis hin zu Process-Mining-Technologien, die den Markt revolutionieren. Die TU-Ausgründungen sind dabei nicht selten Wegweiser und Marktführer in ihrem Gebiet. Zu den Gewinnern der letzten Jahre zählen Unternehmen wie Celonis, Konux oder Kaya Health. Die Auslobung des TUM Presidential Entrepreneurship Awards wurde ermöglicht durch die Unterstützung des Vereins Freunde der TUM. Ein großer Dank gilt daher den Fördern des Vereins für die seit 2013 anhaltende finanzielle Unterstützung. Durch ihre Hilfe wurden bereits hochkarätige Ausgründungen der TUM mit insgesamt 100.000 Euro unterstützt. Auch 2023 kann sich wieder ein Gründerteam über 10.000 Euro Förderung freuen. Welche 3 Teams dieses Jahr für den Preis nominiert sind, zeigen wir Ihnen jetzt. Nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award 2023 ist Fernride. Funktionierende Lieferketten sind das Rückgrat einer erfolgreichen Wirtschaft. Aktuell steht die Logistikbranche jedoch vor enormen Herausforderungen. Zum einen durch hohe CO2-Emissionen der Fahrzeugflotten, zum anderen durch den Mangel an Fahrpersonal. Fernride bietet eine Lösung für autonomes elektrisches Lkw-Fahren. Und großen Flottenoperatoren bieten wir quasi damit die Integration von fahrerlosen elektrischen Trucks in ihre Logistikprozesse. Für die Logistikindustrie ist ganz klar, dass die Transformation jetzt hin zu elektrisch und autonom passieren muss. Das ist einfach notwendig, damit die ihr Geschäftsmodell in der Zukunft auch weiter betreiben können. Und die sind super dankbar, dass wir jetzt einen Weg aufzeigen können, der nicht erst in 10, 20 Jahren funktioniert, sondern schon heute losgehen kann. Fernride integriert ihre Soft- und Hardware in die Fahrzeuge und der Kunde erhält eine schlüsselfertige Komplettlösung. Die Software von Fernride setzt dabei auf eine Kombination aus autonomen Fahren und dem sogenannten Telefahren. Das heißt, dass wir Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten lassen und die leichten Aufgaben vom Algorithmus lösen lassen. Aber wenn da jetzt eine neue Situation, ein sogenannter Edge Case, auftritt, dann kann mit unserer Software ein Mensch, der ein paar hundert Kilometer entfernt in einem Büro sitzt, dann eingreifen, sich aufs Fahrzeug draufschalten, die Situation lösen und wieder ans autonome System übergeben. Und das ist tatsächlich unser USP, dass wir schon heute und nicht erst in 5 oder 10 Jahren das autonome Fahren möglich machen können, weil wir eben diese Human Fallback Layer im Büro haben. Das junge Unternehmen entstand 2019 am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik an der TU München. Doch nicht nur wegen der Nähe zur TUM ist der Standort München so entscheidend für ihren Erfolg. Weil viele Tech-Unternehmen sich hier angesiedelt haben und wir das bestmögliche Talent in Europa, vielleicht sogar global, im autonomen Fahren hier in München finden können. Und dementsprechend würde ich sagen, gäbe es gar keinen besseren Standort, als das hier in München zu machen. Das Startup profitiert weiterhin vom regen Wissensaustausch und der Forschungskooperation mit der TUM. Wir haben noch sehr viele Beziehungen zur TU München. Wir stellen fast jede Woche irgendeine Person ein, die ihren Abschluss an der Technischen Universität München gemacht hat. Darüber hinaus das Netzwerk, was wir über die Unternehmertum dann an der TUM bekommen, ist unendlich wichtig für uns.
Ebenfalls nominiert ist ESA Aerospace. Egal ob Telekommunikation, Klimadaten oder Navigation, die moderne Welt ist mehr denn je von Satelliten im Weltraum abhängig und die Nachfrage wird immer größer. Allerdings ist der Bau von Trägerraketen und der Transport in den Orbit bislang zeit- und kostenintensiv. Und genau hier hat ESA Aerospace die Lösung. Unsere Kunden möchten gerne Hunderte und Tausende Satelliten ins Weltall bringen. Und entsprechend müssen wir natürlich auch sehr viel mehr Raketenstarts machen können, als man bisher gemacht hat. Und so fokussieren wir auf eine extrem starke Automatisierung in der Produktion, die uns einerseits erlaubt, deutlich mehr Stück zu produzieren, auf der anderen Seite aber natürlich auch die Kosten zu drücken. Das heißt, wir können Stand heute bereits bei ESA Aerospace zum Beispiel vom Rohmaterial zu einem komplett fertigen Raketentriebwerk in einer extrem stark automatisierten Produktion innerhalb von ungefähr 2 Wochen gehen, während die etablierte Industrie ungefähr 1 bis 1,5 Jahre dafür braucht. Mit der deutlichen Kostenreduzierung helfen Sie dabei, die Raumfahrt weiter zu kommerzialisieren und zukunftsfähig zu machen. Was wir auch noch verwenden, sind zum Beispiel völlig neue Treibstoffe. Das heißt, wir verwenden Flüssig-Sauerstoff und Flüssig-Propan. Das verbrennt enorm sauber, damit haben wir deutlich weniger Emissionen als zum Beispiel bei einer Kerosin- oder sogar Feststoffrakete, haben aber gleichzeitig auch sogar noch eine leicht höhere Performance. Und so versuchen wir wirklich die beste Rakete, das beste Produkt zu bauen, was man bauen kann. Der Bezug zur TU München ist heute noch deutlich spürbar. Rund 1/3 der Ingenieure bei ESA Aerospace haben an der TUM studiert und wie Daniel Metzler und das Gründerteam selbst erste praktische Erfahrungen sammeln können, wie in der Gruppe für Raketentechnik und Raumfahrt, kurz WAR. Also in der WAR haben wir wirklich selbst von Grund auf an gelernt, wie baut man eigentlich ein Raketentriebwerk, haben auch das richtige Mindset gelernt, Dinge auch einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren. Das war sicherlich der größte Punkt. Und da bietet natürlich dann die TUM rundherum, sage ich mal, ein sehr risikofreudiges Environment auch, in dem man auch dazu bewegt wird, ein Unternehmen, eine Firma zu gründen. Der Mut zur Gründung hat sich also gelohnt. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll der Start der ersten Rakete von ESA Aerospace erfolgen. Die Vision von Daniel Metzler und seinen Mitgründern wird damit Wirklichkeit. Alle haben uns auch am Anfang gesagt, keine Chance, dass man sowas in Europa aufbauen kann. Stand heute zeigen wir, dass man es einfach doch machen kann, wenn man es einfach mal tatsächlich macht. Das heißt auch hier, wir denken groß und sind auch der Meinung, dass wir diesen Anforderungen gerecht werden können. Und als drittes Startup nominiert ist Tanso. Für viele Firmen ist die Bilanzierung der Nachhaltigkeit ein völlig neues Themenfeld. Vor allem Mittelständler beschäftigen sich erst damit, seitdem die Europäische Union Unternehmen regulatorisch dazu zwingt. Tanso ist ein junges Unternehmen in München. Wir machen Software für Dekarbonisierung, also CO2-Bilanzierung und Management für Industrieunternehmen. Also bei Tanso helfen wir Firmen dabei, Daten zu nutzen, die sie eh haben, zum Beispiel Energieverbräuche, Materialverbräuche, und diese Daten zu übersetzen in Umweltauswirkungen, die sie haben. Das braucht man für Nachhaltigkeitsberichte, das braucht man für die Kundenkommunikation. Wir geben Kunden die Prozesse an die Hand, besser zu verstehen, wo sie perspektivisch auch zum Beispiel Emissionen senken könnten, und helfen ihnen so dabei, den Weg zur Dekarbonisierung zu gehen. Die Plattform für Nachhaltigkeitsmanagement von Tanso ermöglicht es, Industrieunternehmen ihre Daten aktiv zu nutzen, um positive Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und einen echten Geschäftswert zu erzeugen. Wir helfen also dabei, messbar zu machen, was man für Entscheidungen treffen kann und diese dann auch zu vergleichen. Wo habe ich pro Euro den größten Impact und kann so zum Beispiel Emissionen senken, während ich trotzdem noch Profitabilität sicherstelle? Die Gründer sind Alumni der TUM und haben sich am Center for Digital Technology and Management, kurz CDTM, kennengelernt, einem gemeinsamen Forschungs- und Lehrinstitut der beiden Universitäten TUM und LMU. Also wir würden nie irgendwo anders gründen, wenn ich nicht CDTM gemacht hätte. Und gleichzeitig sind wir den ganzen Weg von Idee bis zum Jetzt und immer noch sehr gut unterstützt durch Initiativen, durch Incubation Programs von der TU. Durch das starke Netzwerk und die Expertise der TU München hat sich die Software von Tanso mittlerweile am Markt etabliert. Nach der letzten erfolgreichen Finanzierungsrunde stehen die Zeichen nun auf Wachstum. Einerseits Wachstum im Produkt, neue Produktmodule, andererseits aber natürlich auch Wachstum im Kommerziellen. Wir bauen überhaupt jetzt erst unser Vertriebsteam auf, und insofern die nächste Phase heißt für Tanso auf jeden Fall raus aus dem reinen Produktbau, rein in den Vertrieb.
Die TUM zählt national wie international zu den Spitzenuniversitäten. Und davon profitieren auch unsere Ausgründungen. Ich freue mich, eine dieser drei Ausgründungen mit dem TUM Presidential Entrepreneurship Award auszeichnen zu dürfen. Der Gewinner des Award 2023 lautet ESA Aerospace. ESA Aerospace ist die Antwort auf die hohe Nachfrage nach einem kosteneffizienten Zugang zum Orbit. Sie sind eines der führenden Teams in der EU im Bereich Rocket Science. Sogar ihre geplanten Flüge sind bereits über Jahre hin ausgebucht. 2021 gewann ESA Aerospace den ersten deutschen Wettbewerb für Microlauncher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Rahmen einer ESA-Initiative. Raketen bleiben eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Um ganz vorne mitzuspielen, müssen wir weiterhin dafür sorgen, die Raumfahrttechnik in Europa, Deutschland und ganz besonders in Bayern zu stärken. Dazu wurde im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern das neue Department für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie gegründet. Und von ESA Aerospace geht nun eine zusätzliche Signalwirkung für die TUM und den Technologiestandort München aus. Im Namen der TUM gratuliere ich ESA Aerospace zum diesjährigen TUM Presidential Entrepreneurship Award 2023. Herzlichen Glückwunsch!